Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen OMSI-Folge heute. Allerdings geht's heute uns mal nicht so wirklich darum, dass wir heute eine Tour fahren, sondern ich möchte euch mein neues Spielzeug zeigen, was ich mir hier in OMSI besorgt habe. Allerdings muss ich dazu sagen, dem einen oder anderen könnte es eventuell ein bisschen schwummrig werden. Ja, denn leider müsst ihr dieses Video dann abschalten. Das Zweite ist, es ist wahrscheinlich noch nicht zu 100% richtig eingestellt, das Ganze. Und zwar handelt es sich um meine neueste Errungenschaft, Track-IR. Das wollen wir heute in OMSI uns mal anschauen, wie das Ganze funktioniert. Ich habe erst überlegt, ob ich dazu ein separates Video mache, dass ich hier mal so ein bisschen zeige, was in ja, so ein Unboxing-Video. Dachte mir aber so, das ist wahrscheinlich Quatsch, das guckt sowieso keiner. Und von daher dachte ich mir so, packst du das hier das Ganze mal in einer OMSI-Folge. Und eventuell, ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, das zukünftig halt immer zu benutzen. Ich habe das jetzt gerade mal schon so ein bisschen getestet. Wie gesagt, deswegen sagte ich, dass es eventuell noch nicht hundertprozentig eingestellt ist. Man muss sich natürlich erstmal ein bisschen mit der Software auseinandersetzen, die mit Track-IR dazukommt. Das Ganze ist natürlich das Original Track-IR 5, was ich mir besorgt habe. Kostet eigentlich 169,99 €. Ich habe es aber günstiger geschossen, weil es ein Vorführmodell war. Und für diesen Preis dachte ich mir so, okay, ja, das ist natürlich interessant, das schaue ich mir mal an. Ich glaube, was habe ich bezahlt? 119 € stattdessen nur. Und von daher dachte ich mir so, wenn OMSI schon kein Oculus Rift unterstützt, ja, dann möchte ich gerne mal das testen, wie das Ganze funktioniert. Ich weiß, der ein oder andere eventuell, der fragt sich ja immer so, ja, Oculus Rift, Track IR oder iTrack, ja, gibt es ja auch noch, ja, also das finde ich persönlich ja ein bisschen schlimmer, wenn du alles mittlerweile dann mit dem Auge steuern tust, ja. So habe ich jetzt ein Cappy auf, ja, mit diesen komischen Sensoren da drauf. Das sieht schon ein bisschen albern aus, aber ihr seht mich ja sowieso nicht. Von daher ist es ja eh egal. Aber wie gesagt, wie das Ganze funktioniert, das möchte ich euch, wie gesagt, heute zeigen. Unterstützt OMSI natürlich, seit OMSI 1 gibt es das schon. Und viele andere Spiele sind natürlich auch in der Track oder Track IR mit dabei. Also Track IR, ja, wird das Ganze geschrieben. Und wie gesagt, wie das Ganze halt aussieht, das zeige ich euch am besten jetzt. So, wir zentrieren uns mal. Und wenn ihr seht, ich bewege meinen Kopf, ja, das ist halt alles während der Fahrt. Ich kann nach oben gucken, ich kann nach unten gucken, nach rechts gucken und nach links gucken. Jetzt ist natürlich das Problem, da ich ja nur ein Mikrofon habe, was natürlich positionär ist, ja, also ich jetzt nicht mit einem Headset aufnehme oder sowas, weil die Qualität halt immer sehr bescheiden ist. Ja, es ist jetzt natürlich dementsprechend, kann es sein, wenn ich mich jetzt nach links drehe, ihr mich eigentlich so gut wie kaum noch versteht. Und wenn ich jetzt nämlich nach rechts drehe, müsste ich eigentlich umso lauter sein. Das ist natürlich die Sache, was halt Track IR ist. Weil wir drücken keine Taste mehr, um uns umzuschauen, sondern wir müssen wirklich den Kopf drehen. Und dementsprechend müssen wir das Ganze einstellen. Und da hapert es bei mir tatsächlich mit der Einstellung noch. Das ist alles brandfrisch. Das ist jetzt, ich weiß gar nicht, am 23.08. ist es jetzt nach Hause geflattert und ich konnte nicht warten. Ich muss das testen und ich wollte das aufnehmen und euch das mal zeigen. Je weiter ich natürlich weggehe, ja, also mich von dem Monitor weglehne, desto weiter gehe ich halt vom Dashboard weg. Und je näher ich rangehe am Monitor, desto näher gehe ich ans Dashboard. Also das ist schon, das hat schon so ein richtiges VR-Feeling. VR ist natürlich was komplett anderes. Man kann das halt absolut nicht vergleichen mit Track AR. Viele Spiele, wie gesagt, werden unterstützt. Euro Truck, American Truck, Lotus soll das wohl auch noch bekommen, das Track AR, was ich persönlich ein bisschen cool finde tatsächlich. Denn das ist halt eine andere Alternative. Du bist nicht komplett in dieser Simulation drinne, halt wie mit der VR-Brille. Aber schon alleine, dass wir uns hier so ein bisschen umgucken können, ja, das ist schon cool. Wie gesagt, alles noch ein bisschen Einstellungssache. Aber ich würde euch gerne mal hier mit zu einer kleinen Runde nehmen wollen, dass wir das Ganze uns jetzt mal anschauen, während wir mal on Tour sind. Ich habe hier einfach mal schlicht und einfach die Map Grundorf geladen, weil man weiß ja nicht, wie funktioniert das nachher mit diesen Riesenkarten. Ja, X10, Hamburg, Aachen,
oder eventuell auch mal Düsseldorf. Ja, es wäre dann mal interessant, wie die Performance dann halt ist und ob das mit dem Track IR halt wirklich unterstützt. Und ihr seht, ne, also ich kann mich hier wirklich schön einfach umgucken, als wie wenn ich das mit der Maus mache. Allerdings mache ich das nicht mit der Maus. Ja? Also ich mache jetzt mal die Tür zu. Das Schöne ist, was ich persönlich ja finde, weil das funktioniert natürlich ja auch noch. Ich weiß, der ein oder andere mag das absolut nicht, wenn ich das mache. Wenn ich mich zum Beispiel immer umgucke, ja, wie ich von den Bushaltestellen losfahre. Jetzt kann ich das echt simpler machen, indem ich das jetzt hier wirklich, ja, und das geht deutlich schneller, wie wenn ich jetzt hier eine Taste drücken muss oder sowas, ja. Also das ist schon eine relativ coole Sache. Ich bin Autofahrer, ich weiß, dass ich viel mich umgucken muss und das geht halt, oder das ging halt immer nur so mit diesen Tasten hier halt. Und das ist natürlich teilweise echt anstrengend. Und deswegen dachte ich mir, so einen richtig schönen sauberen Gang hier, das wäre doch schon ziemlich cool. Ey, den ganzen Unterboden aufgerissen. Beim Geradeausfahren natürlich muss ich den Kopf ja nicht bewegen. Es ist ja halt hauptsächlich, wenn ich um Kurven fahren muss. So muss ich jetzt einfach, so gucke ich jetzt einfach in diese Kurve rein. Und dann war es das. Ja, jetzt habe ich mich ertappt, wie ich die Taste gedrückt habe. Ja, also was passiert natürlich auch, man muss sich natürlich erstmal mega dran gewöhnen, dass du das Ganze jetzt halt auf dem Kopf jetzt hast und steuerst, ja. Da muss man sich erstmal wirklich dran fummeln. Das ist, ja, ein bisschen Geschmackssache tatsächlich. Ui, das ist mit dir nicht in Ordnung. Omsi ist leider halt aber in dem Punkto nicht genial genug, weil ihr seht, ich habe hier immer so eine tote Quelle hier. Ich muss halt immer mich ein bisschen weiter bewegen als sonst. Ja. Aber wie gesagt, das kann natürlich auch noch als Einstellung sein. Manchmal hackt sich das Bild so ein. Da musst du ein bisschen weiter gucken. Zum Beispiel jetzt so oben links bewegt sich natürlich der Spiegel nicht. Jetzt muss ich da dementsprechend diese Einstellung wieder verändern, dass sich der Spiegel fortlaufend bewegt. Also auch wenn wir nicht hingucken, muss sich der Spiegel halt schon bewegen. Dementsprechend frisst es natürlich an Performance. Erst wenn ich hingucke, sehe ich es. Aha, okay, jetzt bewegt sich was. Aber gucke ich nur geradeaus, ne, wird der sofort halt ausgeblendet. Ja, aber sonst, ihr seht's, ne, also das ist schon eine ziemlich coole Sache. Ich habe das schon so ruhig eingestellt, dass ich mich hier halt wirklich schön langsam und sachte mich jetzt hier in diese Kurven immer reinblicken kann. Ja. Also das ist wieder so ein Spielzeug, was für mich persönlich, ja, die Erfahrung Omsi einfach nochmal ein bisschen stärker macht. Ich meine, um Gottes Willen, ich liebe Omsi jetzt schon abgrundtief. Das ist das einzige Spiel, wo ich über 900 Stunden habe oder sowas, ja, bei Steam. Aber das ist natürlich schon eine ganze Menge. So, seht ihr, ich gucke jetzt hier einfach schon so in diese Kurve hier rein. Ah. Ja, und so müsste ich halt jetzt permanent immer irgendwie umschalten halt. So müsste ich halt immer jetzt meine Trigger-Tasten benutzen. Dementsprechend habe ich wieder zwei weitere Tasten zur Verfügung, weil ich das jetzt Ganze über Track AR benutze. Und die Installation war natürlich super simpel. Das zum Beispiel, ne? Also jetzt hat man es gerade wieder gemerkt, jetzt hatten wir so ein Standbild drinne, ja? Also das ist, und ich muss die ganze Zeit diesen Kopf jetzt so halten, also ich muss den Kopf jetzt wirklich schon so drehen, dass ich die Fahrgäste zum Beispiel begrüßen kann oder sowas, also. Aber wie gesagt, das sind alles noch so Einstellungssachen, denke ich mal, die man halt dementsprechend noch so ein bisschen einstellen muss. So, jetzt ist natürlich wieder ein Kunststück hier. Schaffen wir es, uns hier zu drehen? Oder Marker überhaupt nicht? Hallo Manfred.
So, weil normalerweise, wenn ich jetzt hier stehe, müsste ich diesen machen. Erstmal links gucken, dann nach rechts gucken, dann wieder nach links gucken. Ist hier Platz? Komme ich hier durch? Nein, jetzt kommt auch, jetzt muss ich wieder nach rechts gucken. Und ist hier Platz? Und das, wie gesagt, funktioniert jetzt, indem ich jetzt einfach mich so umgucke. Ja? Das ist jetzt hier kein Werbevideo oder sowas. Ich habe Track AR nicht geschenkt bekommen. Ich wurde auch nicht gesponsert oder sonst irgendwas. Deswegen ist es auch kein Werbevideo. Ja, sonst hätte ich es ja Hashtag Werbevideo irgendwie nennen müssen oder sowas. Oder Werbepause. Ist alles nicht. Wie gesagt, ich habe mir das halt wirklich gekauft. Für 170 fand ich es doch definitiv zu teuer. Auch wird das Ganze kaum gehandelt. Irgendwie auf eBay oder sowas. Dass man da irgendwie mal vergünstigt da rankommt. Und ja, dann war ich halt auf der Seite gewesen, zufällig halt wieder mal auf der Seite gewesen. Und ich dachte mir so, oh, da haben sie gerade ein Ausstellerstück für 119 Euro. Na okay, das ist doch schon ein Preis, den kann man tatsächlich ertragen. Was natürlich für mich dann der Grund war, das mir mal anzuschauen. Denn, wie gesagt, nicht nur OMSI wird unterstützt, Formel 1 wird unterstützt, was auch nicht in VR drin ist. Das, wie gesagt, unterstützt jetzt halt auch Track AR. Und der Train-Simulator soll wohl Track IR unterstützen. Also auch das, wie gesagt, funktioniert halt auch nicht mit Virtual Reality. Deswegen, VR ist ein bisschen geil, wird aber kaum wirklich unterstützt von Spielen halt. Da ist Track IR doch ein bisschen weiter. Und für den einen oder anderen, da wird es vielleicht nicht so schwummrig, weil er ist ja halt immer noch, guckt ja auf den Monitor oder sonstiges. Ja, und ja. Und das Schöne ist, das funktioniert tatsächlich nur, wenn wir in der Cockpit-Ansicht sind. Sobald ich rausgehe, muss ich wieder die Maus benutzen. Also hier kann ich mich jetzt bewegen oder sonst irgendwie, das spielt keine Rolle. Also das funktioniert dann auch wieder mit der Maus. Also eigentlich ist das eine richtig, richtig coole Sache. Ich finde es auch für 119 Euro tatsächlich noch ein bisschen teuer. Denn das ist die Basic-Version. Das heißt, ihr bekommt diese Infrarotkamera mit diesen Ständern. Ihr habt, ihr müsst ein Basecap tragen, weil ihr diese Sensorteile, das ist praktisch so ein Bügel, den man auf dem Basecap raufstecken muss, ja, damit das Ganze halt zurückreflektiert wird. Das sind so ein bisschen Alu-Beschichtungen so drauf. Ja. Die Infrarotkamera bestrahlt dann praktisch diese Alu-Beschichtung, ja, und gibt das Signal praktisch wieder zurück. Es gibt natürlich noch eine Pro-Version, ja, da wird das Ganze mit LED schon gesteuert, allerdings habt ihr da noch ein Kabel dran. Und gerade ich jetzt, der jetzt sowieso umgerüstet hat, ich habe jetzt sogar schon Funk-Kopfhörer drin von Sennheiser. Also ich bin kabelfrei und das möchte ich auch so bleiben. Aber das funktioniert tatsächlich ganz gut mit diesen Basecap-Variante. Allerdings muss ich jetzt ein Basecap tragen beim Let's Play. Ziemlich geil, oder? Ja, aber das ist auf jeden Fall so mein erster Eindruck war hier mit Track AR. Es funktioniert. Wie gesagt, Einstellung muss man noch ein bisschen verfeinern. Ich habe Videos gesehen, die haben das überhaupt nicht justiert. Ja. Und ja, da kannst du, wenn ich mich schon ganz leicht nach rechts geguckt habe, hat derjenige, also der Busfahrer, sich schon einmal um 180 Grad gedreht. Ja, das ist natürlich eine total falsche, das ist eine richtig falsche Einstellung. Und das macht es dementsprechend auch ein bisschen schwummrig und hast da es nicht gesehen. Aber wie gesagt, das funktioniert alles. Wir haben leider keine Möglichkeit, hier in OMSI diese Track-AR-Einstellungen vorzunehmen. Das wird über diese separate Software gemacht, die wir brauchen. Und über dieses Hartz-IV-Menü, also Alt-F4, ja, dann drückt ihr unten, wo ihr die Controller auswählt. Da ist zum Beispiel dann auch drin, Track-AR steht als letzten Punkt. Das seht ihr jetzt natürlich nicht. Guck mal nach. Ah ja, genau. Sehen wir jetzt hier unten, hier ist Track AR und das müsst ihr dann dementsprechend halt aktivieren, ja, damit Track AR auch funktioniert. So können wir es dann halt auch praktisch wieder
abschalten. Aber wie gesagt, es gibt keine Optionsmöglichkeiten, dass wir hier irgendwie die Sensoren halt ein bisschen feiner einstellen können, ein bisschen grober einstellen können oder sowas. Das funktioniert halt alles nur über diese externe Software, die wir installieren müssen. Da sind automatisch auch gleich alle Treiber drin. Aber was da alles für Spiele drin sind, holy shit, das wusste ich gar nicht, dass mittlerweile so viele Spiele TrackIR unterstützen, dass ich mich jetzt eigentlich richtig freue. Dass ich mich richtig freue, dass ich mir das jetzt besorgt habe und ich mir das Ganze jetzt auch dementsprechend mal so richtig angucken möchte. Also das wird auf jeden Fall eine coole Sache. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ja, das soll auf jeden Fall jetzt mal so mein Ersteindruck gewesen sein von TrackIR 5. Ja, also ich kann bis jetzt erstmal nichts Negatives sagen. Ich musste jetzt erstmal mich ein bisschen jetzt damit auseinandersetzen, mal ein bisschen rumfummeln oder sowas. Aber ihr könnt ja gerne mal so in die Kommentare posten, wäre das für euch eine Alternative gegenüber Virtual Reality? Oder sagt halt immer noch so, ne, sowas brauche ich nicht oder sowas. Schreibt das doch mal in die Kommentare, würde mich mal brennend interessieren. Aber wie gesagt, meine erste Erfahrung mit TrackIR war jetzt ziemlich cool, weil die Landwirtschaftssimulator mit TrackIR spielen kommt bestimmt genauso geil. Und damit verabschiede ich mich natürlich, bedanke mich für eure Zeit und hoffe, euch hat mein kleines Feedback hier zu TrackIR 5 und OMSI 2 gefallen. Damit sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video hier wieder. Damit verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten. Tschüss.